come down from above? He ain't a vampire, but I ain't ever seen anyone come down here. Well, there were lots of us here, but then they decided to leave. They didn't return. And I remain here all alone. You're alive. Does that mean there ain't no more vampires up there? I've grown homesick for the color of the sky. Prove to me that you aren't a vampire, and I will help you. Schaut die Zähne an, ich habe keine Fangzähne. Du hast vorhin das gewohnt, einen Handabdruck. Müsste der hier nicht eigentlich total vertrocknet und so sein? Aber. Wähle nacheinander zwei Tiere aus, um sie zu vertauschen. Ordne die Tiere anhand der Anzahl ihrer Beine Symbol. Wenn ich. Was ist denn ein Oktopus? Wie viel hat ein Oktopus? Oh. Was war denn hier? Dominostein. Schau mal da drüben, da gibt's auch noch. Der Kristall. Info. Ordne die Kristalle richtig an, um das Geheimfach zu öffnen. Wähle nacheinander zwei Kristalle aus, um sie zu vertauschen. Wie oft noch nacheinander? Wahrscheinlich der größte zu öffnen. Nee, schau mal unten, wie das geschnitten ist. Der letzte sieht aber nicht so wirklich aus, als würde er passen, oder? Ja, aber. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Eine Haarnadel. Das ist doch da die Treppe an. Mit der anderen Leiter da? Nichts. Da kommst du nicht mehr raus. Doch, kann nur raus. Ah, gut. So. Handabdruck, Dominostein, Haarnadel. Vielleicht mit der Hanna das aufmachen? Zweiter Türgriff. Gibt's mir jetzt den Türgriff? Fensterabdruck, genau. Nee, hier war's nicht. Ich glaube, das war hier, wa? So. Yeah. Wiederhole die Sequenzen, die Blumen anzeigen. Egal. Erdbeere. Fledermauskachel. Für die Lava in der Tonne. Nee, hier. Ach so. Info. Wähle die Bilder in Reihenfolge der Evolution aus, um das Tor zu öffnen. Wenn du ein falsches Bild auswählst, musst du von vorne beginnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Fledermaus angeblich als erstes war. Zum Schluss wegen jetzt die jetzigen Vampire, weißt du? The vampires have caught people at every corner of the city, in its most hidden places. Musst du die anderen Sachen nicht irgendwie noch am Anfang oder so hinkriegen? Die Beere habe ich doch. Mann, ist die schnell groß geworden. Das sah gruselig aus. Irgendwie schon, wa? Stell mal vor, du hast so ein Schloss. Ich weiß, würde ich sofort austauschen. Jetzt schon mal. Also, Hebel, Mais, Schriftrolle. Ich sehe mal hier immer mal durch. Okay. So, haben wir schon mal das erste? Ich will die rechte Seite machen und nicht die linke Seite. Die linke kann meine Freundin machen.
überhaupt den Löwen? Yay. Ich hab da den Kiwi angeklickt. Da passt da in Deutsch hinein. Klack. Hier haben sie keine Animation mit reingeklatscht. Es fehlt ein Dart-Pfeil. Find mal hier in diesem Bereich ein Dart-Pfeil. Ich hab hier einen Pfeil. Wo denn? Ja, hier der Pfeil, aber es ist kein Dart-Pfeil. Ah, hier, ein Baum. Ich finde, der verkackt den Mais nicht. Bist du doof? Den hab ich doch schon. Echt? Schal. Ist das da vielleicht das Schiff? Was ich noch nicht gefunden habe, war das Schiff. Hast du schon ein Schiff gesehen? Ja. Ja. Wo war denn das? Die Schriftrolle. Das Schiffchen, wo habe ich denn das gesehen? Das Schiffchen, wo war denn das? Wo war denn das? Keine Ahnung. Ich bin gerade auf der Suche nach dem komischen Hebel. Wo war denn das Schiff? Weißt du, jetzt wo ich such's, finde ich es nicht mehr. Das war immer so. Egal was man sucht, mal am Ende findet man es nie. Das Schiffchen, wo hab ich denn das gesehen? Ich sehe eine süße Ende, aber das brauchen wir ja nicht. Schiff. Wird nur noch der doofe komische Hebel. Hebel? Oder meinen die Hobel? Nee. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, man kann alles als Hebel benutzen. Theoretisch gesehen, wenn man es richtig anstellt. Aha. Da hast du dich ausgeplaudert. Haha. Nee, geht ja nicht. Alter, mach Hinweis. Hä? Das, die Holz... Gabel, Hebel. Hebel, Gabel, Gabel, Hebel. Schreibfehler. Gabel, Hebel, Hebel, Gabel. Mhm. Ich würde sagen, das war ein... Schinderfehler. Ah, nö. Domino. Info. Ordne die Dominosteine richtig an, um die Fensterlehnen zu öffnen. Dreh hier einen Dominostein, indem du sie auswählst. Löse 5 Minispiele, ohne Lösungen zu verwenden. Eine Münze. Jetzt geh mal weg. Weg! Das ist ein Handabdruck. Ja, man kann es halt immer trotzdem probieren. Ich habe davon angeklickt. Und was war denn da nochmal? Nicht. Das sieht eklig aus. Irgendwie. Ja. Man kann ja alles ausprobieren, oder? Ordne der Kurs an. Verbinden die Scheiben so, dass die Paare der gleichen Durchmesser haben. Wähle nacheinander.
Also müsste das da eventuell mit dem da zusammenpassen. Nee, nee. Das da mit dem da, meine ich. Tausch mal das da mit dem da. Vor allem, man macht es richtig und dann irgendwie ist es doch wieder falsch. Ich komme mir gerade so vor. Weil die haben sich gerade schon wieder ganz anders dahingesetzt, oder nicht? Ne. Oh, das sieht doch wirklich aus. Oh. Oh. Die Leiter habe ich. Versuch's mal mit dem Handabdruck. Ja, ich hab's ja verstanden. Oh, ich liebe dich. Bloß kein Pfeilspiel. Schlechter Erfahrung? Ja. Das Pfeilspiel fand ich voll für... Ah! Piep! Die vier Bilder so sortieren wir ja, ist ja nicht schwer. Das hat man sofort erkannt. Fratze! Ja, nehm ich. Info. Gib den Code ein, um die Tür zu öffnen. Wenn du die Fratzen in der falschen Reihenfolge aussetzt, musst du von vorne beginnen. Jo. Also den. Den. Das ist eigentlich einfach nur ein Testspiel. Klick, 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 klick. Mist. Eine Zahl wäre einfach auf Zahlenkombi, oder? Na, wie man es nimmt. Da müsste man ja nicht mehr rätseln. But it didn't help them. The vampires found a way of destroying it without going near it. Dass die Vampire alles kaputt machen müssen. Oh, geile Animation. Schatz. Nächstes Wimmelbild. Wagen mit Gewichten. Was hab ich denn jetzt? Eine Nadel. Der Faden. Eine Waage mit... Hier ist die Waage. An den Affen vielleicht. Nee, das wäre eine Schere, wa? Mhm. Ich such gerade die Gewichte, wisst ihr? Also, die haben diesmal aber viel rot gemacht. Krebs. Knopf. Schmetterling. Geweih. So, jetzt geht's am Rätsel. Schneidewerkzeug. Suche immer noch. Ah, echt? Was ist das? Ah! Der Engel hat keine Flügel! Stimmt doch gar nicht. Bei dem König fehlt bestimmt die Krone und die ist da oben. So, fehlen nur noch die Gewichte. Ich kann nicht schwören, das sind die da hier, aber das geht nicht. Gewichte.
Gewicht, hä? Macht mal Piep. Piep. Das ist auf, wo sind die dämlichen Gewichte hin? Vor allem die Gewichte können alles sein. Deswegen ja. Schlägt da einfach so eine Schlange drauf, ist auch ein Gewicht. Ist doch nur ein Fliegengewicht. So eine süße, kleine, zarte Schlange. Waage mit Gewichten. Na, erzähl mir, wo sind die Gewichte? Die sehe ich nämlich nicht. Oder geht da eigentlich noch? Machen wir mal wieder das, wovon 4 gewinnt, wa? 3 gewinnt. Muss er hier irgendwie halt hinkriegen. Ja, ich weiß. Nee, das ist das so. Jetzt werde ich auch noch hier gemobbt. Finde ich gar nicht okay. Nee, da darfst du jetzt nichts mehr machen. Ehrlich. Kann sich nicht mal ordentlich fallen. Die Kugeln. Nein. Fuck off your life. Ja, da hinten ist mir so ein Wiel. Ja doch, da rutscht es ja wieder schön nach. Da ist ja genug freie Züge. Ja, schon. Du, 4 gewinnt geht nicht einfach. Und das 3 gewinnt. Scheiße, 3 gewinnt halt. Nein. Geht doch. Schür Arisen. Ich schür dich an, ich schür dich an, ich schür dich an, ich schür dich an. Der Handabdruck. Steck ihn ruf. Das war ein dummer Gedanke. Du konntest gerade was nehmen. Diese Kirche ist die letzte Hoffnung, Herr Bürger. Wir werden bis zum bitteren Ende auf der Seite des Lichts kämpfen. Wenn die Vampire hineingelangen, dann ist die Stadt dem Untergang geweiht.